Und die müssen mehr Details reinbringen, so ein paar Teppiche wären cool, da ein paar Felle, die man so auslegen kann. Ja. Tische und so weiter, das wäre schon eigentlich ziemlich geil, Stühle. Ich glaube, das wird auch noch kommen. Ja, ich glaube auch, da kann man hier eine richtige Party machen. Schnappen wir uns jeder so ein paar 3-4 Bier, setzen uns an den Tisch. Oder was haben die Händeln alle hin? Die was? Hühnchen. Ach so. Die Händel? Ja. Hat von Federn und Fleisch. Und Hühnerfüße. So, der Galgen steht woanders, er steht bloß nicht fest. Kaninchen ist da. Heute gibt's Piper! Ja, wie bitte? Heute gibt's Piper! Ist das bayerisch oder österreichisch? Österreichisch. Das hört man doch! Genau. So eindeutig, wa? Da rein willst du es haben? Ja, ja, steck's rein. Das ist nicht gut. Warum? Du siehst die Spitzen raushängen. Ja, das macht nichts, da kommt noch was oben drauf. Also dieser Trash-Talk hier ist irgendwie... ich weiß nicht. Steck ihn hier rein, steck ihn da rein, also ich weiß ja nicht. Dass man's nicht sieht. Wir schämen uns für nichts. Das ist richtig auch so. Auch in seine Spitzen ein bisschen rausgucken. Ne, wie gesagt, steck rein, weil ich packe oben noch die zweite Treppe dann drauf im Prinzip und dann halt den Übergang, dass es halt
Übergang zum Backdoor. Und dann baue ich da so einen großen langen Gang. Wir sind hier am Schlafen. Ma, 500 Kohle, Mann, in so einer Kiste. In der Stadt. Das soll jetzt alles haben, oder was? Ja, ich bin in der Geisterstadt ein bisschen, weil ich brauche die 6 Steine. Deswegen ist hier und kein Schwein mehr. Ich brauche noch Steine, ich brauche jede Menge Steine. Noch so, ja, zu 10k mindestens heute. Ja, schade, dass hier kaum Leute auf dem Server sind. Sonst wäre das, glaube ich, kein Problem. Nein, ich bin stecken geblieben auf einem Dach. Oh, er backt sich frei. Und, komm schon, Junge, du schaffst das. Oh mein Gott, der hat's geschafft. Oh, das Futter nehmen bis nachher. Mach's gut, lass dich schmecken. Zombieland war ziemlich ergiebig. Die schleichen ja hier auch überall rum. Ja, 2 Stahlständer, ein Stahldolch, ein Stahlschwert, ein bisschen Eisencompounds, 500 Kohle, also es passt. Müsste mal so in 10 Minuten nochmal rein. Oh, wenn man den Kopf jetzt trifft von den Zombies, macht das doppelt so viel Schaden. Ah, doch nicht, ich kann bloß Granate. Hast du den Hasen erwischt, oder was? Ja, ich hab ihn einmal getroffen und da dachte ich so, okay, cool, der ist ja fast tot. Aber der zweite Hit wurde halt irgendwie doppelt gerechnet und ich hatte einen Blind-Hit dazwischen. Was geht ab, User? Nicht viel. Nichts. Geht's bei Arch Age weiter oder was war das jetzt? Nee, log dich mal auf der Homepage ein, da kriegst du, kannst du so 2 Sachen claimen umsonst. So Steine für die höchsten Sachen zum Aufwerten und so. Kriegt man die zugeschickt dann oder was? Kannst du dann direkt in-game einfach rausnehmen dann und ein paar, die meisten, also 6 davon sind handelbar. Die habe ich jetzt Niki gegeben, der mich drum gefragt hatte, ich spiel's ja eh nicht mehr. Also falls du Bock hast oder so, eine Zeit oder so. Also einloggen ja, aber ich ja, weiß nicht. Spielen tue ich es auch nicht mehr. Ja, dann kannst du ja die Sachen weitergeben, dann wäre cool. Tja. Würde sich freuen auf jeden Fall. Die haben mich doch eh alle rausgeschmissen. In Aktivität. Die haben mich auch rausgeschmissen. Ich stand dann auch hilflos da. Das war nur, weil die Core aufgemacht haben. Sind noch alle Dings. Outdoors war noch zu dann. Hast du das Game noch drauf oder? Installiert? Muss ich gucken. Das Einzige, was ich für Glyph noch spiele, ist Truth. Das war's auch. Okay. Ja, wenn du es drauf hast, du kannst ja Bescheid sagen, wenn du Minuten Zeit hast. Muss ja auch nicht das gleiche wie heute sein. Ja, erinnere mich mal die Tage dran. Jo. Noch 2 große Holztore, die kannst du ja für den Galgen benutzen. Hast du schon geguckt?
Ja, ich hab schon dein Kunstwerk gesehen. Ja, Kunstwerk ist was anderes. Ich wollte, dass er, imposant aussieht. Imposant. Imposant. Na dann, hat das aber heute. Widerlich. Nein, da fängt an, dann der nächste was nach, ne? Meinst du, der Stein stackt sich über 10k? Hm. Gleich wissen wir es. Oh Mann. Ich dachte, es wird die größte Pyramide, die dieser Server je gesehen hat. Größer als die in meiner Hose morgens? Glaube ich nicht. Oh, bis sie sich da durchgeballert haben, haben wir sie schon dreimal weggeklatscht. Ich habe mir überlegt, ich mache erstmal eine normale Schicht Stein, eine schöne große Pyramide und später umziehe ich das noch einmal schön. Mit T6 dann. Wo willst du das Ding denn hinstellen, ist die Frage. Ja, ja, zwischen Galgen Feld und ist doch groß. Muss auf jeden Fall so ein Eisending dann noch craften dann. Und, die Pyramide passt schon irgendwo hin. Da ist eins fertig, so der Afsa hat zwei Stück gleich gemacht aus Stahl. Ja, ich brauche genau ein bisschen, ich glaube mal vor 40, 50.000 Steinen fange ich da nicht an. Das ist auch nicht viel, ich weiß, das wird bestimmt nur, keine Ahnung. 40.000 Steine, also nicht mal. Wie sieht's eigentlich mit der Stahlproduktion aus? Oder? Mal ein bisschen was anhaben. Ja, 40.000 durch 25, doch, das sind schon ein bisschen über 1.000 Blöcke. Okay. Ich glaube, selbst 1000 Blöcke reichen für dieses Monument nicht. Vor allem kannst du sie auch hochlaufen, das wird ja lustig, weißt du? Du kannst die ganze scheiß Pyramide hochlaufen. Das sind 1600 Blöcke. 40.000 sind 1600 Blöcke bei einer Grundfläche, sage ich mal, von 10x10, aber 10x10, ja, 10x10, fangen wir mit 10x10 am besten an. Sind das 100? Die nächste Schicht ist 9x9. 181, 200, 300, 400, 500. Ja, du kannst die Fläche sogar größer als 10x10 machen, als ich mit dir 15x15 beginne. Ich mache das größte Quest, also ich mache jetzt 1, 2 Blöcke, setze den dann zur Position ungefähr die Mitte. Und das dann, größte Quest ist 33x33. Genau, das setze ich und dann fange ich an, das zu bauen. Willst du dich eine Pyramide auf den Kopf bauen und auf die Pyramide auf den Kopf baust du eine Pyramide, die ganz normal ist? Da hast du halt so einen riesigen Kristall schweben. Kann ich in der Meise aber erstmal eine normale und die andere dann drüber das einfach so bauen. Gibt's bei den Zombies einen Trick? Mit Speeren? Ja, rückwärts laufen und Speere ins Gesicht werfen. Also, ich eigentlich überhaupt nicht die Zombies. Okay. In 2-3 Minuten hackst du ein paar Bäume, machst dir 200-300 Speere und gehst Zombies ja. Du musst auch wegen dem Nebel aufpassen, ne? Ja. Ob man die auch mit einem Seil fangen kann? Nein, hab ich schon probiert. Ach, verdammt! Ich hab schon alles probiert, mit einem Seil zu fangen. Sogar Schafe, Hakeninchen. Klappt nur bei Spielern und minderwertigen Kreaturen. Freitag? Ja, Steine stacken sich nur bis 10.000 hoch. War schon mal besser wie Erz und alles andere. Wow, wir haben schon 200 Wasser fertig. Im Brunnen. Okay. Ja, sowas nennt man lustigen Stream gucken.